Änderung Nummer 1 ist, wir lassen den Ton einfach stehen. Tonight. Aushauchen. So shine bright. Aber wo passt der Vibrato rein, dass der mächtig klingt oder vielleicht schwer für die Ursula? Arme Seele in Not, so klein, so schwach. Endungen beim Singen. Ganz oft denken wir daran, wie starten wir einen Ton? Ganz wichtig ist es, dass der Ton sauber ist am Anfang und wie starten wir denn überhaupt? Aber heute möchte ich euch 3 Endungen zeigen, die ihr benutzen könnt bei eurem Gesang. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder am Start seid, meine starken Stimmen. Mein Name ist Tanja Levy, ich bin zertifizierte Gesangslehrerin, Inhaberin der Tanja Levy Vocal Studio Schule und ich möchte dir helfen, auf der Bühne stark zu sein, nicht nur da, sondern auch im Alltag. Und wichtig ist, wir wollen uns selber Abhilfe leisten, indem wir verstehen, was wir falsch machen, indem wir Technik lernen und dadurch auch die mentalen Blockaden bei uns lösen können. Endung Nummer 1 ist, wir lassen den Ton einfach stehen. Und das ist oft Geschmackssache und oft ist es manchmal so, dass einige Sängerinnen und Sänger gar nicht richtig ein Vibrato aussingen können, weil sie nicht wissen, wie das geht. Aber heute machen wir mal die erste Endung und ich nehme dann einfach das Diamonds von Rihanna, das ist ja immer mein Lieblings-to-go-Song. Und ich singe jetzt mal die ersten Endungen einfach geradeaus durch und beende es auf dem Ton. So shine bright tonight, you and I, we're beautiful like diamonds in the sky. You and I. Ups, jetzt hat sich doch der Vibrato eingeschlichen. Nummer 1 ist also klar aussingen, auf dem Ton bleiben und den auch da beenden. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren gleich unten reinschreiben, was sind denn eure Lieblingsendungen, welche Endungen benutzt ihr? Ihr habt gerade gemerkt, ich bin ja doch so ein bisschen in den Vibrato reingerutscht, weil das ist so mein natürlicher Habitus, auch die im Phrasenende ein Vibrato reinzubringen. Lass uns das mal einmal machen. Nummer 2 also, Vibrato. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Wir haben jetzt ganz zum Ende habe ich ein Vibrato eingefügt. Wie würde es denn klingen, wenn ich die ganze Zeit Vibrato singe? Das mache ich euch einmal vor. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. Ich habe jetzt überall Vibrato reingeknallt. Auch das ist Geschmackssache. Ich persönlich finde Vibrato manchmal könnte es ein bisschen zu nett klingen, gerade wenn wir so im Musical-Theater-Bereich sind und wenn wir da an Charakterrollen denken, dann kann ein Vibrato innerhalb dieses Spektrums, wie im Musical-Theater, die Rolle viel zu nett machen, viel zu süß, nicht zu aussagekräftig. Denkt mal so ein bisschen an einen Bösewicht, ja? Und wenn ich jetzt Ursula singe von Die kleine Meerjungfrau und ich singe Arme Seelen in Not, dann muss ich gucken, dass er nicht Arme Seelen in Not, so klein, so schwach. Das war jetzt natürlich völlig übertrieben. Aber da schaue ich immer, wo passt der Vibrato rein, dass der mächtig klingt oder vielleicht schwer für die Ursula. Arme Seelen in Not, so klein, so schwach. Das heißt, da spiele ich schon so ein bisschen mit der Aussage und aber auch mit der Stimme, dass es einen anderen Ausdruck hier bekommt, wie so schwach. Das war ein höherer Kehlkopf, der ein bisschen ironisch war. Riff and Runs. Und ich versuche mal, ein Riff reinzubringen. So shine bright tonight, you and I. Beautiful like diamonds in the sky. Es war jetzt nicht perfekt und es war derselbe Riff bei jedem Phrasenende. Würde ich nicht machen, ist ja heute auch nur Demonstrationszwecken. Ich würde es vielleicht ein bisschen anders machen, dass ich hier und da mal einen Riff reinbringe. Ich zeige euch mal, wie ich das mache. So shine bright tonight, you and I. We're beautiful like diamonds in the sky. So alive,
So in der Art, das war jetzt improvisiert, das müsste man sich natürlich überlegen. Bei manchen Sängern kommt ja das Riffen und der Run ja auch eigentlich organisch. Für Sängerinnen wie für mich, da muss ich schon ein bisschen überlegen, wo möchte ich das reinmachen, passt das überhaupt? Weil das ist nicht etwas, was so ich natürlich gelernt habe, das habe ich mir dann über die Jahre angelernt, dass ich mehr Dynamik in den Stimmbändern bekomme und dass ich da auch mal ein bisschen riffe. Genau, bei einem Run, dafür haben wir wahrscheinlich viel zu wenig Zeit, weil ein Run hat deutlich mehr Noten. Ne, denkt mal so ein bisschen an Christina Aguilera, ne? Ja, also da haben wir viel, viel mehr Noten und da brauchen wir deutlich mehr Zeit. Und ein Run ist eher mehr oder weniger ein improvisierter Akzent. Nummer 4, aushauchen. So shine bright tonight, you and I. Ich gehe natürlich da auch voll tricky, Halbtöne runter. Beautiful like diamonds in the sky. So alive. Und ich habe es nicht nur ausgehaucht, sondern ich habe es auch noch ausgesoftet. Und da kommen wir schon zu Nummer 5. Aussoften. Shine bright tonight, you and I. Super tricky. Da sind wir mal schön ins Decrescendo gegangen. Das heißt, das sind die Möglichkeiten, die du hast, um beim Phrasenende. Natürlich gibt es auch deutlich mehr. Ja? Schreibt mal in die Kommentare rein. Vielleicht arbeitet ihr mit ganz anderen Phrasenenden noch zum Schluss. Vielleicht macht ihr dann irgendwie noch einen Vocal Fry oder vielleicht flippt ihr. Vielleicht gibt es ganz andere Möglichkeiten, die ihr benutzt. Aber das zum Thema Phrasenende. Und wenn du mehr lernen möchtest, wie du diese Phrasenenden machen kannst, dann solltest du dich anmelden für unseren Gesangsunterricht, Sweetheart. Denn ich freue mich, dir das wirklich hautnah direkt in unserem Gesangsunterricht beizubringen. Und für alle, die nicht wissen, wo wir sitzen, online. Denn wir sind seit 4 Jahren stramm online unterwegs bei unserer Gesangsschule. Denn nach Corona haben wir die Gesangsschule geschlossen und sind komplett online gewechselt. Und das hat sehr erfolgreich funktioniert, denn wir sind immer noch hier. Wir sind immer noch stramm am Gesang unterrichten und helfen, dass du jetzt wirklich durchstarten kannst und dein Gesang aufs nächste Level bringst. Diese Videos, die sind genau das Richtige für dich. Schau mal auch da rein und ich freue mich, dich auf Instagram zu sehen oder auf TikTok und hol dir doch jetzt schon mal den kostenlosen Starke Stimme Kurs, nämlich wie du mit Power singen kannst. Dafür brauche ich nur eins, deine E-Mail-Adresse. Ab in den Newsletter und dann kannst du den Kurs für dich holen.